Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin immer noch Chris und heute quatschen wir mal über diesen Kollegen hier. Ich möchte mir nämlich Akkus selber bauen, dazu muss ich Punkt schweißen. Das sollte der hier können. Ich habe mir geholt einen Sunko 709A. Das Ding hier kann hier Punkt schweißen, kann hier über eine Zange Punkt schweißen und es hat sogar noch einen Lötkolben eingebaut. Ich gebe heute mein Feedback dazu ab, was ich davon halte. Also Sunko 709A, ganz kurz um, ich mache es nicht lang. Ich empfehle es nicht. Ich gebe die Kasten zurück. Ich schicke es zurück an den Hersteller bzw. an den Händler. Ich gehe darauf ein, was ich vermutlich anders machen muss beim Schweißen und auch warum ich gerade dieses Gerät nicht benutzen möchte, wenn ich meine Akkus schweiße. Kommen wir erstmal zum Umfang, was ich hier gekauft habe. Das ist einmal hier das Gerät. Da hier hinten ist ein Trafo drin, der aus den 230 Volt, hier 220 Volt, 50 Hertz, hier vorne ungefähr 6 Volt macht. Über diese Schweißzange hier, die ich hier damit geliefert bekommen habe, und über diese Kontakte, die hier das gleiche machen wie diese Zange, kann man dann hier oben auf den Batterien diese wunderschönen Nickelstreifen hier oben aufpunkten. So war der Plan. Jetzt ist das Ding hier soweit ganz nett gebaut. Man kann hier oben den Druck einstellen, mit dem man hier diesen Schalter betätigen möchte. Dann löst das hier aus, wenn man gegendrückt. Man hat hier noch eine Lötstation mit eingebaut. Dafür ist der Schalter hier. Hier kommt die Zange dran. Es gibt hier noch dieses Fußschalterchen mit einem etwas zu kurzen Kabel, wie ich finde. Das wird hier angeschlossen. Das heißt, wenn ich das hier anschließe, unten drücke ich den Schalter, dann löst hier der Schweißpunkt aus. Dann habe ich hier die Einstellrädchen, zum einen für die Temperatur am Lötkolben, der hier angeschlossen wird. Und ich kann hier den Strom einstellen und die Pulszahl kombinieren, mit der ich hier über die Schweißspitzen hier schweißen könnte. Jetzt habe ich ein bisschen gegoogelt noch im Nachhinein und habe mehrere Meinungen zu diesem Teil hier gefunden. Das hier ist das Originalteil, mit dem der Kasten geliefert wird. Ich habe jetzt hier mal mir das genauer angesehen, ein bisschen reingeguckt. Wenn man das hier, seht ihr das? Die Kabel gehen hier, diese, was heißt Kabel? Diese Litzen, diese Dinger, gehen hier einfach so rein. Und ich glaube, wenn man das zu fest zusammendrückt, dann schweißt das hier eher so, da die Kabel, statt dass das bis hier vorne an die Spitzen kommt. Ich glaube, ich werde da mal ein bisschen Klebeband zwischenmachen. Ich schraube das hier mal auseinander. Dann isolieren wir das nachträglich und gucken mal, ob es dann vielleicht besser funktioniert. Aber das ist, glaube ich, nicht das Problem gewesen. Auf jeden Fall, hierzu gibt es häufiger Feedback, dass die Zange hier vorne so heiß wird, dass das Plastik schmilzt und die Spitzen hier wirklich zusammenliegen. Also schweißen ist damit noch nicht mehr. Einige Typen, die ihre Fahrradakkus damit pimpen, haben davon berichtet, dass sie sich selber Schweißzangen bauen, die es besser bringen als die hier. So, bei dem Lieferumfang waren noch hier diese Halterungen für den Lötkolben dabei. Hier kommt so ein Kästchen. Da ist hier so eine Halterung, da kann man seine Akkus wahrscheinlich, seine Zellen reinpacken. Einmal der Lötkolben, der ist, ja, wirkt auf den ersten Blick ganz okay. Wird bestimmt seine Arbeit tun. Ein bisschen Ersatzsicherung, ein bisschen die Spitzen für die Zange und einen Imbusschlüssel, um das hier festzuschrauben. Und noch ein paar Tüten mit Nickelstreifen. Das ist soweit ganz nett, alles okay. Das hier ist ja auch Nickelstreifen. Und wir haben hier Warranty, also eine englisch-chinesische Garantiekarte. Dabei ist natürlich auch eine kleine Bedienungsanleitung. Da ist jetzt, die ist recht übersichtlich. Also eine deutsche Anleitung gibt es dafür nicht. Ich muss dazugeben, ich habe den Kasten hier über eBay gekauft. Ich habe den Verkäufer wieder kontaktiert, dass ich das Gerät nicht mehr haben möchte und es nicht behalten möchte. Das war alles kein Problem. Die haben mir ein paar Tipps gegeben, was ich vielleicht anders machen muss, was aber nicht so richtig funktioniert hat in meinem Fall. Also ich kann das Gerät zurückgeben, das ist soweit kein Problem. Ich kriege die Kohle zurück, ich werde das anders verwenden. Jetzt zu dem eigentlichen Problem. Und zwar, wenn man sich das hier mal anschaut, hier der jetzt normale Anschlussstecker für 220 Volt.
Hier noch eine kleine Anleitung, was man alles falsch machen kann und was dagegen hilft. Hier hinten haben wir ein Typenschild. Da haben wir Lüftungsschlitze, das ist okay. Das ist alles. Und jetzt schaut euch mal bitte das Typenschild an. Kann man sehen? Schaut mal bitte genauer hin. Seht ihr da irgendwo ein CE-Zeichen? Also ich nicht. Hier steht irgendwo was von 15 Ampere, soll das Ding angeblich brauchen. Ja. 15 Ampere in der Theorie. Ich habe andere Vergleichsvideos mir angeschaut aus dem englischsprachigen Bereich, die ähnliche Geräte wie das hier, also nicht genau das hier, sondern ähnliche Geräte verwenden. Die haben hier mit Schweiß, also mit Stromzangen und so den Strom gemessen an Ein- und Ausgängen. Und man kann so mit, je nach Gerätetyp, zwischen 20 und 40 Ampere rechnen, die hier am Eingang schon fließen. Am Ausgang sind es je nachdem zwischen 400 und 600 Ampere etwa. Das zu schweißen schon gut. Aber wir haben hier ein 3x1 Quadrat Anschlusskabel. Über das hier zeitweise, es sind ja nur Pulse, zeitweise so um die 20 Ampere fließen werden. Jetzt ist so ein Kabel hier mit 3x1 Quadrat. Allerdings laut Hersteller, also ich habe mir ein paar Tabellen angeschaut, die meisten nennen einen Normalstrom für die Dauerbelastung von 10 Ampere. Jetzt kann man zwar sagen, okay, das sind immer nur Pulse, aber trotzdem, das ist schon eine Ansage für ein 1 Quadrat. Schon sehr sportlich geplant, denke ich. Jetzt hat das Ding aber auch kein CE-Zeichen. Das CE-Zeichen sagt eigentlich nur darüber aus, ob der Hersteller oder Inverkehrbringer sich damit auseinandergesetzt hat und sich dessen bewusst ist, dass es in der Europäischen Union gewisse Standards gibt und Regeln gibt, wie ein Gerät aufgebaut sein muss. Das hat das Ding hier nicht. Ich vermute mal, ich mache mal die mutige Annahme, meiner Meinung nach, dass das Gerät hier in Europa so ohne weiteres nicht betrieben werden darf. Zumindest nicht mit einem solchen Stecker. Denn hier auf diesem gelben Schild, was ich euch eben gezeigt habe, steht schon drin, dass man eine Sicherung verwenden muss mit 63 Ampere. Jetzt habe ich zu Hause das versucht anzuschließen. Ich drücke kräftig drauf, guck mal, was die Kabel machen. Ja, toll. Jetzt ist das Licht aus. So eine Scheiße. Das gibt's doch nicht. Kackteil. Ich habe es hier in der Garage versucht anzuschließen. Und mein Schwiegereltern im Keller habe ich es versucht. Jetzt habe ich ausgemacht. So. Nee, das geht nicht. Okay. Das ist zu viel für die Sicherung. Funktioniert nicht. Jeweils ein B16 Automat, den hat es umgehend rausgeworfen. Dann hatte ich noch einen B20 Automaten, an dem ich das Gerät anschließen konnte. B20 Sicherungsautomaten. Der hat einen Punkt ausgehalten. Naja, das finde ich jetzt gerade nicht hier. Mit einem Schweißpunkt hat das Gerät mal hinbekommen. Danach nichts mehr, weil jedes Mal die Sicherung rausfliegt. Jetzt könnte man eventuell sagen, okay, man nimmt einen C20 Automaten. Das könnte vielleicht halten, ja, könnte man machen. Aber dann möchte ich das so haben, so anschließen, dass ich dann nichts anderes mehr betreibe. Denn so die Auslegung eines Sicherungsautomaten ist ja an verschiedene Faktoren geknüpft. Leitungsquerschnitt, Leitungslänge und dergleichen. Und das hat alles schon einen Sinn, dass man B16 oder B20 Automaten nimmt. Jetzt einfach nur für diesen einen Kasten, wo ich ein paar Batterien für schweißen möchte, extra nochmal eine neue Steckdose verlegen mit einem C20 oder dergleichen, ist mir ein bisschen zu viel Aufwand für das. Zumal ich immer nur Mieter bin. Ich habe kein Wohneigentum, also an einem Sicherungskasten mal eben spontan was rumstricken, eine neue Steckdose verlegen, neue Sicherung einbauen. Da hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ich bin zwar schon relativ flexibel, was so die Auslegung von Normen angeht und ich bin kein Paragraphenreiter. Wenn es funktioniert und halbwegs sicher aussieht, drücke ich auch mal anderthalb Augen zu. Aber das hier finde ich nicht in Ordnung. Das Ding hat kein CE-Zeichen. Das Ding braucht mehr Strom, als eine normale herkömmliche Steckdose bieten kann. Es kommt aber mit einem normalen Stecker. Und eine 63 Ampere Steckdose mit einem 1 Quadrat Kabel zu betreiben, ich rate davon ab. Meiner Meinung nach sollte man das nicht machen. Es gibt Leute, ich habe es im Internet gesehen, die ähnliche Geräte verwenden, bei denen das scheinbar funktioniert.
Ich weiß nicht, was die da für Steckdosen haben oder wie die das abgesichert haben. Vielleicht haben sie auch noch einen dicken Nagel in die Sicherung gesteckt. Es gibt auch Videos, ich glaube in Australien ist das, der das gezeigt hat. Bei dem flackert zwischendurch mal das Licht. Sagt auch ein bisschen was über die Elektroinstallation aus. Ich jedenfalls werde das Ding hier wieder einpacken, zurückschicken und morgen müsste schon ein anderes Gerät ankommen. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, eine Akku-Variante zu verwenden. Damit kann ich jetzt nicht durchgehend hier den ganzen Akkupack durchschweißen. Das ist mir schon klar, aber ich kann das ganze Ding über einen USB-Lader in einem Zeitraum von 3 bis 4 Stunden mit ungefähr maximal 3 Ampere oder so lädt das dann. Und da kann ich mir halt ein paar Schweißpunkte setzen, weiß nicht, 10, vielleicht 20. Ich werde auf jeden Fall mehr Zeit dafür einplanen müssen, den Kasten hier zusammen zu brutzeln. Aber mit dem mache ich es nicht. Das ist mir zu heiß. Klar, man kann das alles so einrichten, dass das funktioniert. Es gibt auch Leute, die sich das Ding tunen und optimieren. Wenn ihr das meint, macht das. Ich mache es nicht. Das Ding hat 170 Euro gekostet. Dafür erwarte ich eine einwandfreie Möglichkeit, das Ding über eine ganz reguläre Art, es anzuschließen, betreiben zu können. Falls ich mich da irre, belehrt mich ruhig eines Besseren. Ich bin gerne bereit, mir das anzuhören, falls ich hier Blödsinn erzähle. Aber ich bin der Meinung, dass das hier Murks ist. Also für mich zumindest ist das Murks. Ich habe es über eBay gekauft. Umtausch war kein Problem. Es gibt es auch auf Amazon zu kaufen. Ich bin der Meinung, mindestens die Niederspannungsrichtlinie der EU wird das nicht einhalten, denn das Kabel ist zu dünn, die Schweißzange wird heiß und schmilzt. Das sind für mich schon mal Punkte, wo ich Zweifel habe, dass es CE-konform ist. Naja, so viel dazu. Heute mal nur Gequatsche und Theorie. Nächste Woche wird es bestimmt weitergehen, entweder mit Akkus oder mit dem Innenausbau meiner Wohnkabine. Ich werde euch hier noch ein bisschen was verlinken, wie es da der letzte Stand war bei der Wohnkabine mit dem Innenausbau. Ich habe hier jetzt die Garage noch ein bisschen umgeräumt. Dazu werde ich vielleicht auch noch ein bisschen was machen, was ich hier in Zukunft bewegen werde, was ich tun möchte. Und wenn euch das Video halbwegs gefallen hat, ein paar Infos zum Sunco 709A, dann lasst ein Like da, Abos, Kommentare, jederzeit gerne. Wir können uns gerne ein bisschen austauschen, wenn ihr Erfahrung zum Schweißen habt. Ich werde hier noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, bis nächste Woche und macht's gut. Ciao! We'll be right back.